Servus, liebe Braufreunde. Heute zeige ich euch in einem ganz kurzen Tipp, wie ich Gelatine einsetze, um mein vergärtes Bier zu klären. So, euer Bier ist in eurem Gärbehälter fertig vergoren und eigentlich könntet ihr es gleich in Kecks oder Flaschen abfüllen. Ich selbst kläre jedoch alle meine Biere bis auf Weißbier vor dem Abfüllen. Dadurch werden Schwebstoffe aus dem Bier entfernt und gebunden, sodass es nicht so neblig, sondern schön klar ist. Das finde ich total geil. Am wichtigsten dafür ist das der sogenannte Cold Crash. Dabei wird das Bier im Gärbehälter vor dem Abfüllen auf 0 bis 1 Grad Celsius abgekühlt und dort 24 bis 48 Stunden lang gelagert. Es tritt ein physikalischer Effekt ein, der die schweren Trübstoffe im Fass nach unten absinken lässt und es bleibt oben ein möglichst klares Bier übrig. Noch mehr verbessern könnt ihr die Klärung, indem ihr beim Abkühlen Gelatine mit in das Bier gebt. Das ist ganz normale Gelatine, die man auch zum Zubereiten von Götterspeise oder was weiß ich was benutzt. Einfach mal in der Backabteilung eures Supermarkts schauen. Ich desinfiziere einen Topf und fülle ihn mit ca. 200 ml Wasser. Dort gebe ich ein halbes Päckchen Gelatine rein oder 2 bis 3 Blätter, falls ihr nur so Blattgelatine bekommt. Jetzt erhitze ich das Wasser langsam bis auf etwa 66 Grad, um noch verbliebene Bakterien abzutöten. Bitte nicht zum Kochen bringen, wir wollen keine Gummibärchen machen. Die im Wasser gelöste Gelatine wird jetzt einfach auf das mittlerweile nur noch ca. 10 Grad kalte Bier gekippt und kühlt nun zusammen mit dem Bier weiter ab und bindet die Trübstoffe. Nachdem das Bier die 0 Grad Marke erreicht hat, die ich im Temperaturregulator meines Kühlschranks eingestellt habe, verbleibt das Bier, in diesem Fall ist es ein Pilz, zu dem ich euch natürlich noch das Rezept geben werde, noch für 48 Stunden bei 0 Grad im Kühlschrank und dann geht's ab ins Fass und dann in meinen Hals rein.